Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Ja, wer hat das vor wenigen Wochen oder Tagen sogar noch gedacht? Fasnacht 2022 findet tatsächlich statt. Vorfreude ist gross in den letzten Tagen. Jetzt geht es endlich los. Mein heutiger Gast gibt seit nicht weniger als 30 Jahren den Takt an bei der Guggenmusik Napfluger. Herzlich willkommen, Hanni Troxler. Hanni Tambourmajor nennt sich der Dirigent oder Dirigentin von einer Guggenmusik. Das klingt ja sehr militärisch. Ist es deshalb, weil du dich als Tambour-Mayonnaise bezeichnen? Ja, ich habe mal, als ich angefangen habe, ich war ja so ziemlich die erste Frau, die, glaube ich, irgendwie weit und breit so eine Guggenmusik geleitet hat. Und ich habe das Gefühl, Tambour-Major oder Majorin, das bin ich wirklich nicht. Ich habe auch nicht diesen riesen Stecken vorne dran. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss etwas weicher sein. Und Mayonnaise ist einfach wunderbar viel weiblicher als Majorin, finde ich. Du hast es gesagt, vor 30 Jahren hat es wirklich wenig oder gar keine Frauen gehabt, die das ehrenvolle Amt ausführen durften. Wie war das gesehen? Bist du eine Exotin gesehen? Du bist, glaube ich, heute inzwischen die dienstälteste Tambour-Majorin. Und damals bist du noch aufgefallen. Ja, ich könnte fast sagen, ich bin, glaube ich, die dienstälteste Tambour-Mayonnaise von der ganzen Schweiz. Und als ich angefangen habe, wollte ich einfach, dass ich nicht mit dem Stecken laufen und nicht mehr spielen kann. Und das ist bei den Napfluger auch meine Vorgänger zum Glück. Die haben gespielt und den Takt angegeben. Also beides miteinander. Und ich bin eine Exotin gesehen. Es hat ja damals immer noch die, oder schon die Tambour-Majoren-Aperos gegeben, wenn irgend so Zunftpartys und Fest waren. Und dann haben sie dann immer Hanni Staduma damals noch zuerst, haben sie dann zuerst auch noch Hans gelesen einmal. Hans Staduma, wo sie das Gefühl hatten, Hanni, das kann nicht sein. Und bis sie dann mal gemerkt haben, tatsächlich Frauen könnten das auch. Wie bist du zu dem Amt gekommen? Wie bist du da auserkoren worden? Da bin ich reingerutscht. Mein Vorgänger, der Shangi, der hat die wunderbar geleitet mit so einem kleinen, gekrümmten Sopransax. Es hat mir auch sehr gefallen, wie er das gemacht hat. Und als wir vorzehn, ein Weekend mit den Napfluger, im 92, hat er mir angerufen und gesagt, er sei krank, er könnte nicht kommen, ob ich nicht das Wochenende für ihn könnte machen. Und aus diesem Wochenende sind jetzt halt 30 Jahre geworden. Napfluger schreiben ja auch Geschichte. Sie sind, haben sie das Jubiläum letztes Jahr nicht können feiern leider. Sie sind, wären 60 geworden, oder sind 60 geworden, selbstverständlich, jetzt 61. Ist die älteste Guggenmusik auf der Landschaft und hat einen ganz eigenen Sound, der sehr auch vom Jazz geprägt ist. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem Jazzfestival oder wie ist das entstanden? Ich denke, Napfluger sind vor allem eine Urgruppe, die sagt, jeder kann sein Instrument spielen. Jeder kommt und spielt das, wo er auch den Blausch hat. Und die ersten Guggenmusiker waren eigentlich alles Männerdomänen. Bei den Napfluger war das eigentlich schon immer gemischt. Und die Frauen haben nicht so viele Trompeten, Posaunen und die Sachen gespielt. So sind dann einfach von Anfang an, glaube ich, Saxophone auch reingekommen. Und dann natürlich prägt, weil das sind ganz viele, sind ja alles ein bisschen, man hat gesagt, ein bisschen die Linken und die Grünen. Und die hat man halt am Jazzfestival auch gefunden. Und so haben die sich versammelt. Und wenn die Saxophon dabei sind, dann ist klar, mit Sax macht man automatisch viel bluesiger, souliger Sound, swingiger halt. Und das tut das Ganze auch bereichern. Wie tun wir ein Repertoire zusammenstellen? Sagst du, das und das wird gespielt? Gibt es so eine Kommission? Oder wie entstehen die Stücke, also die Stückauswahl? Ja, das kommt eigentlich so, dass die Napfruger im Jahr durchs Jahr Vorschläge schicken. Manchmal machen wir sogar so einen Song-Contest, sagen wir dem. Jeder kann jedem Song kann den hören, so die heutzutage halt mit YouTube-Links. Kann er hören und nachher Punkte geben. Und dann schreibe ich dann die zwei oder drei Songs, die am besten ankommen. Jetzt in der letzten Zeit habe ich gemerkt, manchmal
dass die Napfruger, es gefällt einem ein Song, das heisst aber noch lange nicht, dass der auch noch gut klingt, wenn er instrumental wird, vor allem so gesungene Sachen. Darum nehme ich das jetzt wie selber in die Hand, sie schicken mir Vorschläge, ich will auslesen. Wir haben ja vor ein paar Jahren Diktatur gegründet und die Diktatur kommt über in der Songauswahl. Ich schreibe dann, was ich Lust habe. Ich tue das auch selber arrangieren und habe das Gefühl, wenn ich es schon selber mache, lese ich es auch selber aus, ganz einfach. Okay, eine Diktatorin. Und dann nehme ich an, irgendwann die August fängt ihr massenweise an zu proben. Gar nicht, nein. Das war auch etwas, ich wollte in Google Musik mit einem geringen Aufwand und dafür richtig durchstarten an der Fasnacht. Und das sind die Napfruger Blubben. Sie haben gesagt, komm, wir machen die 5 Proben. Es sind eigentlich meistens 5 Proben. Wir machen die 5 Proben und dann gehen wir ab Fasnacht. Zuerst klingt das alle noch nicht so. Dann werden wir alle manchmal fast auspfiffen. Nachher kommt es. Es soundet, wenn es eben das Herz geht. Ich sage immer, der Sound fällt eben im Herz an und nicht in den Finger. Das ist ganz wichtig. Und im Schmudo fängt es an zu grooven. Da bin ich ganz sicher. Nicht nur musikalisch, sondern auch beim Outfit haben die Napfruger einen eigenen Kurs, wenn wir dem so da sagen. Sie kommen sehr individuell daher. Sie haben zwar das Motto, aber jeder und jede tut sich selber nach dem Motto kleiden. Heuer ist es Unterwasser, eine schöne Qualle, wie man sieht. Sagst auch du, was das Motto ist? Ja, also es ist wirklich so, dass wir ja verschieden sind. Jeder macht etwas zu einem Motto. Früher war das mehr so ein bisschen Charivari gewesen. Bei den Napfruger. Und dann hat sich immer mehr das Motto durchgesetzt. Weil man wollte einfach noch ein bisschen am gleichen Strick ziehen und ein bisschen erkannt werden. Und die ganz Schlauen erkennen uns meistens so. Und jetzt wirklich unter Wasser. Wir haben verschiedene schönste Figuren. Von den Feuerquallen bis zum Fisch Nemo oder Krabben. Es hat auch sogar das Loch Ness, findet man bei uns. Oder dann sind so Haufen Figuren aus so Fernsehserien, zum Beispiel SpongeBob Schwammkopf, die ja unter Wasser stattfindet. Auch hier findet man Figuren. Und an solchen haben natürlich auch die Kinder meistens noch mega Freude. Das ist ja auch eine Spezialität für euch. Ihr kümmert euch sehr um die Kinder. Ihr organisiert seit Jahren die Kinderauslumpete organisieren, das Feuer vorbereiten für die Verbrennung am Abend. Macht euch das sichtlich Spass? Das ist ganz wichtig, dass wir einfach auch einmal sagen, jetzt reissen wir das an, jetzt machen wir das. Wir machen keine Guggenmusik treffen, wir machen alle 5 Jahre unseren Kakao-Jazz. Und einfach einmal im Jahr Kinder auslumpen. Die Kinder kommen am Dienstag, Nachmittag auf die 2:30 in den Städtli Willisau, an dem Güdis-Dienstag, und mit uns noch wirklich urfasslich feiern, eben mit Ballonspielen, Konfetti, Schlacht. Manchmal haben wir sogar Käse, Sennen, Schminken, was drin liegt. Dann haben wir eine Guggenmusik eingeladen, die kommt spielen. Ganz einfach gibt es ein Buffet, wo man etwas trinken kann. Und die Kinder kommen immer von unserer lieben Karnöffelzunft sogar ein Brötchen gespendet über. Wir haben vom Wasser gehabt, vom Unterwasser. Das letzte Jahr ist fast nach buchstäblich ins Wasser gefallen. Wie schwer oder wie fest hat das Herz geblutet von der Hanni? Zuerst hat es ganz fest geblutet, das Herz natürlich, logisch, weil man nichts machen kann. Aber wir haben ja auch gesagt, eine Fasnacht findet ja nicht nur so statt, dass man rausgeht und unter die Masse geht. Nur schon daheim etwas basteln, einmal etwas machen. Wir haben eine kleine Bar gemacht mit den Napfrugern, die kleinste Bar der Welt. Unsere Telefonkabine, die es immer noch hatte, auf dem Kirchenplatz, die haben wir einfach verziert und haben dort geschrieben, maximal eine Person aus maximal einem Haushalt. Irgendwie so etwas. Und dann so etwas wie zum Zeigen, wir sind gleich da. Wir haben auch unseren Baum gestellt. Aber nachher ist ja der tragische Corona-Fall in der Familie gekommen, oder die 2 Fälle. Und dann war so so fast nicht kein Thema mehr gewesen. Ja, das war eine ganz traurige Geschichte für dich natürlich und für die ganze Familie. Also deine 2 Söhne, darf ich vielleicht sagen, 23 und 26, glaube ich, hatten einen sehr schweren Verlauf gehabt. Ja, das ist dann fast nach Nebensache geworden. Ganz genau, das hat dann auch noch stattgefunden zwischen Intensivstation und daheim. Wir hatten mehr Gespräche mit Ärzten und weiss Gott was und mussten wirklich bangen um das Leben von unseren 2 Söhnen, die ja auch Napfruger sind. Die hat es beide miteinander verwünscht. Ganz schlimm, tragisch. Haben wir auch nie gedacht. Wir haben auch nicht mit dem gerechnet,
Damals konnten sich die Jungen noch nicht impfen. Und das hat wirklich, das ist eine schlimme Zeit gewesen, der Februar. Ja. Aber ich glaube, man darf sagen, es geht ihnen Gott sei Dank wieder gut. Sind sie auch wieder dabei dieses Jahr mit ihren Instrumenten oder liegt das noch nicht drin? Natürlich. Ich glaube, das ist genau das, was in diesen Herzen wieder gut tut. Sie sind voll dabei. Sie spielen, was sie können. Sind sie Long-Covid-Fälle, so könnte man es auch sagen. Aber das ist genau schön an der Fasnacht. Man muss nicht irgendwo bestehen an der Fasnacht. Man muss nicht auf einer Bühne und ich muss jetzt können spielen, sondern sie machen einfach, was sie können. Und singen, das Tanzen, das Musizieren, das ist auch eine Art eine Gesundheit. Ich bin überzeugt, das ist eine Medizin, die genauso wichtig ist wie alles andere auch. Wir haben es noch kurz vom Jubiläum vorher. Du hast ja den Kakko Jazz erwähnt. Das ist ja eine Spezialität der Napfrauger. Da haben wir ja grandiose Konzerte erleben, alle fünf Jahre. Das letzte Jahr war auch eins. Ausgefallen, heuer liegt es auch nicht drin. Können wir noch damit rechnen oder müssen wir die nächsten fünf Jahre abwarten, bis wir wieder den Kakko Jazz erleben, zu Willisau? Also wir haben so im kleinen Rahmen einfach diskutiert und haben das Gefühl gehabt, wieso muss man so Zeug immer an Jubiläen binden. Jetzt hat es einfach zweimal haben wir es nicht können machen. Und jetzt tun wir im Moment tun wir auf das nächste Jahr eine Jazzband organisieren, die mit uns das macht. Wir haben vor, ein Kakko Jazz zu machen, das nächste Jahr in der Festhalle Willisau. Wir freuen uns. Wenn es ein bisschen geht, wird durchgezogen. Das hoffen wir doch. Durchgezogen, Vollgas, wie man dich kennt, Hanni Troxler. 30 Jahre machst du jetzt diesen Job. Noch einmal 30? Oder was sind etwa deine Perspektiven in diesem Amt? Genau, das ist so, in einer Diktatur muss man ja gestürzt werden. Es geht das einfach weiter. Nein, bei uns ist es so, dass wir, ich sage immer in den Jungen auch, wenn jemand Lust hat, das zu machen, ich gebe morgen schon ab. Ich mache das noch so lange, wie man das Gefühl hat, das stimmt für alle. Und wenn man irgendwann merkt, jetzt ist sie doch langsam zu alt, sie mag jetzt nachts um 12 Uhr nicht mehr, geht kleiner heim. Und dann müssen wir dann wirklich langsam schauen. Ich gehe ganz, ganz schnell jetzt gegen die 60 zu. Und vielleicht ist das gerade so eine Notnagel, wo ich kann sagen kann, so, jetzt gehe ich schön zuhinterst hinteren im Hörnli oder Trompetenregister hinstehen und freue mich auf einen neuen Tambour Major oder eine Mayonnaise. Wer weiss. Wir werden es sehen. Also 60 ist kein Grund zum Aufhören. Das kann ich inzwischen aus eigener Erfahrung. Ich wünsche dir, den Napfrauger, ganz rüdig schöne Fasnacht und freue mich immer, wenn wir euch wieder und natürlich auch unsere Zuschauer euch antreffen auf der Gasse. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sofern Sie dann Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind, wünsche ich einen rüdig schönen, närrischen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat hier wieder sehen beim nächsten WB-Gespräch. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.